Hallo und herzlich willkommen. Nee, Folge Grand Talk. Doch, das nehmen wir jetzt. Es wurde sich gewünscht, dass wir über den Livestream reden, über die Updates, die gekommen sind. Es kam, ein kleiner Dev-Livestream wieder am 27.09. Das ist jetzt 2 Tage her. Wir haben heute Freitag, wenn die Folge rauskommt, höchstwahrscheinlich, weil wir halt keine Zeit haben aufzunehmen. Das heißt, dieses Update wird wahrscheinlich schon live sein. Wir wissen es nicht. Aktuell, zu dem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, ist es noch nicht live. Obwohl es eigentlich schon live sein sollte. Wir werden mal gucken. Es geht auf jeden Fall ein paar kleine Neuigkeiten, ein paar kleine schöne Änderungen und ein bisschen Balance-Patches, wobei die nicht allzu groß sind. Fangen wir erstmal an mit dem komplett Neuen. Und zwar gibt es ab jetzt in Gwent, jahreszeitliche Events, kann man wirklich so sagen. Also Events. Events. Es fängt halt an mit dem Mahakam Ale Fest. Das Mahakam Ale Fest, man sieht es hier. Ist das Oktoberfest? Es ist einfach ein Oktoberfest für Gwent. Es ist nochmal ein neuer Spielmodus, der allerdings nur beschränkt verfügbar sein wird. Also dieser Spielmodus wird wirklich nur 14 Tage verfügbar sein. Was es in diesem Spielmodus gibt, man kriegt sozusagen, ich glaube, es ist Singleplayer. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber es müsste eigentlich sein. Man kriegt halt eine Mission, man hat halt so eine Aufgabe. Ich weiß nicht, was diese Aufgabe sein wird. Es ist halt kein normales Gwent-Spiel, sondern man muss da wirklich etwas anderes machen. In dem Sinne her wurden auch neue Karten eingeführt und einige Karten, die man schon kennt, wurden leicht verändert, dass die sozusagen eine Art kleines Special-Event haben. Finde ich ganz cool. Es gibt dadurch 2 Modis. Es gibt den Standard-Modus und es gibt den Experten-Modus. Beim Standard-Modus kriegt man, wenn man den abschließt, ein neues Heldenporträt. Wenn man den Expertenmodus abschließt, kriegt man einen neuen Rand und einen Titel. Also Rand, nehme ich mal an, wird der hier sein, den wir in dem Bild sehen. Weißt du, was ich sehr seriös finde? Was denn? Im Hintergrund von Imgur, unbelievable. Ja, das ignorieren wir. Es wird wahrscheinlich dieser Oktoberfestrand sein. Ich finde den ziemlich cool, wobei ich nicht sagen kann, wie hart dieser Expertenmodus wird. Wir werden uns dieses Ding auf jeden Fall angucken, wenn es dann live ist. Das wird auch nochmal ausgebalanced werden. Also es kann sein, dass es entweder zu leicht oder zu schwer wird. Ich glaube nicht, dass sie es ausbalancen. Das ist halt so, sie haben ja gesagt, das ist ihr erster Test, was sie in diesem Event machen wollen. Mit jedem Mal machen sie es halt besser, denke ich. Also. Ja, also ich meine, das braucht halt auch Zeit. Aber ich finde es halt cool, dass sowas mal reinkommt, weil das war halt wirklich ein Problem. Weißt du hast Gwent gespielt und du hast die Option, okay, ich spiele jetzt Casual oder ich spiele Ranked. Das war wirklich ein bisschen. Es gab nicht irgendwie sowas wie, oh, ich bin jetzt von der Arbeit nach Hause gekommen und ich will jetzt mal eine Runde lustig Gwent spielen. Gibt's halt nicht so eine Option. Ich meine, selbst Hearthstone hat mittlerweile den Tavern Brawl. Oder Arena, so das fehlt halt bei Gwent. Gwent gibt es halt wirklich sau wenig Spielmodi. Nach einem Monat, gut, es kommt die Singleplayer-Kampagne, aber jetzt gibt es halt noch so eine Events. Und das finde ich richtig cool, auch dass es dafür Belohnungen gibt. Allerdings, was ich nicht so toll finde, ist, dass das Ding nur 14 Tage geht. Gut, 2 Wochen reichen, sind wir ganz ehrlich. Ja. Aber das ist eine negative Sache. Ich gehe mal wieder zu den Patch-Notes. Man sieht es schon hier, sie haben geschrieben, der Patch kommt offiziell 18 Stunden nach dem Stream am 28.09. Also gut, es wurde jetzt, glaube ich, noch mal ein bisschen verschoben. Aber das ist so eine Sache, die bei Gwent, die wir auch mit dem Goldkarten-Patch haben, ich nenne es vorzugsweise mal ein Quickie-Patch. Weil diese Patches sind einfach okay, sie sind schön, sie sind schnell rausgehauen. So weißt du, Ankündigung, Patch ist da, zack. Ist doof. Weil angenommen, du bist jetzt die nächsten 2 Wochen irgendwo unterwegs oder so. Oder kannst halt nicht Gwent spielen, bist aber so übelster Gwent-Fan und willst unbedingt diesen Raben haben, es ist dann einfach nicht möglich. Und es gibt Gwent halt auch noch nicht so auf Mobile-Version, das ist halt auch doof. Ich finde es toll, dass sie was Neues machen. Ich finde es toll, dass sie bei diesem Spiel so richtig hinterher sind. Aber eine Sache, die mir wirklich so ein bisschen, das werden wir auch noch in den Patch-Notes lesen, die mir so ein bisschen auf den Sack geht, ist, dass sie die Sachen sehr schnell rausbringen und dass diese Sachen, die sie jetzt schon rausbringen, eigentlich für die Zukunft geplant sind. Aber sie ändern es jetzt schon. Das ist auch genau dieses Problem, was wir an diesen Goldkarten hatten. Diese Änderung, dass Goldkarten angreifbar sind, ist eine super Änderung, finde ich ganz ehrlich. Es hat das Spiel ein bisschen frischer gemacht. Allerdings wurden keine Goldkarten wirklich überarbeitet. Und das Problem, was wir jetzt aktuell haben, ist, man sieht nur Goldkarten, die wirklich einen Playout-Effekt haben, der dann sofort triggert. Aber man sieht keine Goldkarten mehr, die jetzt massiv Stärke haben. Also Galma oder so. Manchmal siehst du noch Twist. Twist ist aber auch nur wegen dem Effekt, weil sie 5 Schaden macht.
So der 8-Gold-Körper ist egal. Ja, aber gut, da hat man aber auch eigentlich schon bessere Karten. Also. Naja, aber viele, also viele Decks nicht. Nördliche Königreiche haben nichts, was Schaden macht und eine Goldkarte. Ist nur naja, gut Philippa. Aber Philippa ist, vielleicht haben sie Philippa noch nicht oder man weiß es halt nicht. Aber ja, das ist halt so eine Sache. Sogar Twist wird gespielt, aber es gibt halt so Karten, die siehst du gar nicht mehr. Und das sind einfach die Goldkarten, die einen dauerhaften Effekt auf dem Board haben. Sowas wie Yennefer oder Twist Butterfly siehst du ja, so gut halt, wie gar nicht mehr. Das macht halt auch gar keinen Sinn mehr, ne? Also gut, Twist Butterfly siehst du ab und zu noch, aber Yennefer. Genauso oft wie andere Karten. Genauso wie, ich weiß nicht, diese Karten, die einfach dauerhaft auf dem Feld sind, die siehst du so gar nicht mehr. Macht ja auch und keinen auch, Sinn, ne? Und auch Karten, die einfach eine massive Stärke haben, wie Yalma, siehst du gar nicht mehr, weil das Problem ist einfach, die sind leicht kaputtbar. Und in Fällen wie Twist Butterfly oder so, ja, entweder du machst sie einmal weg, dann triggert der Effekt halt doppelt, ist aber auch nicht so wild. Oder ja. Du lockst sie einfach. Und das ist halt extrem doof, dass Goldkarten gelockt werden müssen oder können. Das finde ich noch so eine Änderung, die sollten sie wegnehmen, dass Goldkarten nicht mit den Lockern gelockt werden können, sondern nur durch Special-Karten. Das ja. Würde es vielleicht wieder ein bisschen besser machen. Na gut, wie dem auch sei, machen wir einfach ja. Mal... Aber das war halt auch so ein Quickie-Patch, weißt du, sie haben halt, ja, sie haben halt wirklich, er kommt okay. Einfach nie auf den Punkt, wir wollten von dem Patch reden. Das ist das Vorspiel. Goldkarten sind einfach angreifbar. Er mag aber keine Quickies. Halt, aber die Goldkarten sind halt nicht geändert worden, ja. Das ist halt, also wie gesagt, es gibt jetzt Events, es wird bestimmt auch vielleicht noch ein Weihnachtsevent geben, finde ich cool, nur liebe Macher von Gwent, liebes Unternehmerstudio CG Projekt Red, bitte kündigt diese Events vielleicht ein bisschen früher an, nicht sagen, morgen kommt der Patch ist da, 14 Tage Zeit, boah, auf Stress hat keiner Bock, das ist halt ehrlich so. Ja, wir werden uns dieses Fest auch mal ansehen, aber wir werden es wahrscheinlich in einem Livestream machen, oder? Weil wir wollen unsere Ranked Season nicht unterbrechen und jetzt erstmal für das Fest nur Doppelfolge Gwent rausbringen, ist halt doof. Das heißt, wir werden es vielleicht in einem Livestream machen, aber vielleicht werden wir auch die Folgen so rausbringen. Okay, kommen wir weiter zu dem Patch. Nein, endlich. War lang genug über die Zukunft, wir kommen aber nochmal zurück. Refund System kennen wir. 72 Stunden, nachdem der Patch da ist, kann man Karten, die geändert wurden, für volle Scraps nerven. Der Klassiker. Ja. Würde ich Ihnen empfehlen, wenn man sagt, okay, ich habe jetzt diese Karte in dem Deck nicht mehr gespielt, sie ist aber nicht mehr toll, ich sag's nochmal, mild diese Karte, weil im Idealfall könnt ihr sie einfach wieder mit den herstellen. Ihr kriegt dieselben Scraps, die Herstellungskosten sind. Ja. Ja. Die Challenges geben auch Erfahrung, was relativ cool ist. Das ist schön, Im Player-Profil wurde was geändert. Man kann sich jetzt seinen favorisierten Kartenrücken aussuchen und man kann sich seine favorisierte Karte aussuchen. Oh. Also wenn, ja, das ist halt nur so ein kleines Twitching. Das ist halt jetzt nichts großartig Tolles, aber mein Gott, ist schön, dass wir es machen. Aber kommt man da nicht ein bisschen durcheinander mit dem Kartenhintergrund? Also zumindest der Gegner? Nee, der Kartenhintergrund für dein Profil. Nicht im Match selber, sondern für dein Profil kannst du ändern. Also man kennt es ja, wenn man auf sein Profil klickt, hatte man da immer jetzt diese Geralt-Gold-Karte, das ist dann änderbar. Ist nichts Tolles. Das Starter-Pack steht jetzt in Beschreibung, dass man sich eine von drei legendären Primo-Karten aussuchen kann. War auch schon davor, so haben sie jetzt nur geändert. Am kurzen finde ich den Bugfix. The Game Schulden Crash After Resurrection ist mir noch nie, beziehungsweise ist uns noch nie passiert. Also. Das ist halt so Bugfix. Bugfix, das muss man nicht unbedingt vorlesen. Kommen wir zu einer interessanten Änderung. Das ist auch wieder so eine Änderung für die Zukunft. 40 Karten sind jetzt agil für das nächste große Update. Lesen wir das mal weiter. Die Saison, die aktuelle Ranked-Saison, wird Ende Oktober enden. Und Ende Oktober kommt nochmal ein großes Update mit 20 neuen Karten, Tech-Changes, Deck-Builder-Changes und so weiter und so fort. Und 20 neue Karten. Und Agility ist halt jetzt so ein ganz großer Change, den sie machen wollen. Ja, der Patch sollte eigentlich schon da sein, ist noch nicht da, der wird aber demnächst kommen. Das ist halt so eine Sache für die Zukunft. Ich finde es toll, dass da schon so Zukunft, was sie sich für Gedanken machen und sagen, okay, Ende Oktober kommt jetzt nochmal so ein Riesenpatch, aber sie ändern die Agilität jetzt schon. In Vorbereitung auf den nächsten großen Patch. Ja. Und das ist so etwas, warum nicht warten bis zum nächsten großen Patch? Vielleicht ich meine, das ist jetzt nicht mehr so lange hin. Auch ziemlich viel schon machen oder dran arbeiten und einfach schon mal was durchhaben wollen und gucken, wie sich das so anpasst am Spiel. Also es kann ja alles sein, ne? Es ist ja auch ein Prozess. Also man kann fast sagen,
sie ändern es momentan irgendwie so, dass jede Karte agil ist. Das heißt, jede Karte kann auf jeder Reihe gespielt werden. Was ich persönlich ein bisschen schade finde, aber auch gut finde. Das, was ich schade finde, ist, dass diese Reihen einfach absolut keine Bedeutung mehr haben. Du hast jetzt halt drei Reihen, aber du hast jetzt nicht irgendwie wie im alten Gwent, dass die Karte unbedingt in diese Reihe muss. Finde ich aber auch teilweise ganz gut. Ich bin mal gespannt, wie sie es ändern, aber ich bin mal gespannt, was dann noch für Änderungen mit der Agilität kommen. Gibt schon verschiedene Vorschläge. Vielleicht, wenn man eine Karte jetzt in der davor vorgesehenen Reihe spielt, also sagen wir mal, du spielst jetzt eine Karte, die noch festgelegt, die Waldhand-Hunde, die haben ja auch noch, dass sie Melee gespielt werden müssen. Hm. Vielleicht machen sie es so, wenn man diese Karte in der Reihe spielt, dass sie da einen Buff bekommt. Das wäre halt so eine Option. Oder noch irgendwas, dass man nicht halt alles so flexibel spielen kann, weil das macht halt auch das Spiel so ein bisschen. Das nimmt halt die Reihen weg. Balance auch ein bisschen, glaube ich. Ja, also, es ist halt so. Es ist, glaube ich, dann schwerer zu balancing. Vielleicht müsste man dann Geralt Igni beispielsweise wieder auf 20 Stärke oder so machen, weil du kannst halt wirklich alles beliebig spielen, egal wie hoch du das buffst. Also, müsste man halt gucken. Ja, ist auf jeden Fall eine. Ich finde es okay, dass. Also, ich finde es halt. Warum nicht bis zum Patch warten? Jetzt die Season nochmal so mit. Na, wobei, wie gesagt, das wird halt. Ich denke halt, das soll halt einfach mal geguckt werden, wie das so läuft. Und an. Ich glaube auch nicht, dass sich unbedingt so viel an der Season ändert, weil ich glaube, die Karten, wo sie gesagt haben, okay, die sind jetzt agil, die Decks ändern wir ein bisschen oder nerven wir ein bisschen zu den Karten. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das kommt. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was sie mit der Agilität ändern wollen. Und ich hoffe auch, dass sie mit dem nächsten Patch nochmal ein paar alte Goldkarten überarbeiten, dass die wieder spielbar sind, nicht so wie es aktuell ist. Kommen wir zu den Balance Changes. Da gibt es eigentlich nicht viel. Neutral, First Light, Clear Skies boostet jetzt alle geschädigten Einheiten unter Wettereffekten um 1. Das ist ein mega Vorteil. Also, wenn du keine Ahnung, Ragnarok oder so hast. Dann macht Ragnaros halt nur 3 Schaden anstatt 6. Es ist schon ein Kartenbuff, es ist auch ein ganz guter Kartenbuff, wobei man hat ja gesehen, dass Wettereffekte momentan wieder so im Kommen sind. Ich würde auch die Wettereffekte, haben wir ja schon mal rüber getalkt, würde ich nicht mehr ändern, weil die sind momentan gut, wie sie sind. Finde ich schön balanced. Und diese Änderung zu First Light ist, dass du wahrscheinlich öfter mal First Light sehen willst, weil aktuell werden ja eher die Kreaturen gespielt, die Wetter nur auf einer Lane clearen. Die haben jetzt halt einen kleinen Nachteil, weil First Light nochmal alles bufft. First Light wird halt jetzt nur gut gegen den Skellige Sturm, weil Skellige Sturm schädigt deine Kreatur um 2-1-1. Das heißt, wenn du Skellige Sturm sofort wegmachst, kriegst du nur einen Schaden durch Skellige Sturm. Ja. Das ist halt schon ein bisschen böse. Also Skellige Sturm hat damit den größten Wetter-Nerf, glaube ich, bekommen. Dann kommen wir weiter. Marigolds Hagelsturm trifft keine Goldkarten mehr. Ist okay. Ist eigentlich, ich sag so wie es ist, ist eigentlich nicht so großer Patch. Sie haben gesagt, sie wollen diesen Hagelsturm nerfen. Der Hagelsturm ist jetzt genervt. Er trifft keine Goldkarten mehr, aber Goldkarten sind sowieso nicht die Karten, die du immer damit angegriffen hast. Also du hast vorzugsweise wirklich immer Karten angegriffen, die sich hoch gebufft haben. Wie die Kavaliere, wie die Piraten-Captain von Skellige und so weiter. Ja, es ist eine okay Änderung, ja, aber ich glaube, der Hagelsturm wird eher dadurch genervt, dass man jetzt sagt, die Karten werden agil. Weil jetzt kannst du halt nicht mehr predikten. Kommen wir nämlich zu den nördlichen Königreichen der ersten Änderung. Der Heavy Cavalier, wir kennen ihn alle, er fährt die Rüstung, hat jetzt eine Stärke von 7 anstatt 8, aber ist jetzt agil. Das heißt, wenn man gegen nördliche Königreiche spielt, ist auch so dieser Hagelsturm-Nerf. Tut mir leid, es ist sehr spät. Kann man nicht mehr predikten in der letzten Runde. Okay, der hat jetzt in seiner Siege-Reihe da irgendwie die 18er Heavy Kavaliere mit massiv Stärke, weil die sich die Rüstung wegsnacken. Nein, die Kavaliere sind jetzt agil. Das heißt, der Hagelsturm ist eher genervt worden, dadurch, dass die gewissen Karten agil sind und jetzt nicht mehr predicted werden kann. Okay, er spielt alles in die Reihe. Ja. Das ist halt der größere Nerf für den Hagelsturm. An sich, das ist halt so eine Änderung. Dass sie jetzt alles agil machen, ist halt so, Abfahrt. Ich weiß nicht. Einfach abfahrt. Gut. Ja. Dafür werden die nördlichen Königreiche aber auch eher genervt. Dijkstra kriegt einen Stärkeboost von 1, genauso wie Foltest. Ist jetzt nichts Großartiges. Prinz Dennis gibt jetzt nur noch 3 Rüstungen
anstatt 5 Rüstung. Ist schon ein etwas größerer Nerf, aber auch eher ein kleinerer, sagen wir mal. Also hält sich zurück. Shani gibt, wenn sie eine Kreatur rettet, 2 Rüstung anstelle von 5 Rüstung. Okay, also im Prinzip, sie haben zwar die Heavy-Kavallerie jetzt Siege-tauglich gemacht, nicht Siege-tauglich, sondern agil, aber dafür wird sie wahrscheinlich doch im Endeffekt weniger Stärke kriegen, weil einfach die Karten, wir haben es an unserem Rüstungsdeck gesehen, die dafür da sind, die Rüstung zu geben, sind genervt. Was ich ein bisschen schade finde, ist Trollolol, dass Trollolol nicht genervt ist. Man hätte ihn vielleicht nerven können, dass er jede Runde nur eine Rüstung kriegt anstatt 2. Weil ich glaube, Trollolol ist immer noch da und Trollolol ist immer noch die größte Gefahr. Man hat jetzt aber trotzdem die Karten um Trollolol herum genervt, sodass man vielleicht Trollolol doch noch in der ersten Runde oder so wegkriegt. Also, keine Ahnung. Naja, gut, Trollolol ist immer noch eine 11er Stärke Karte, die nach einer Runde 6 Rüstung hat. Oder mit 4 Rüstung kommt. Das ist halt immer Spitze SK. Ja, okay, dann wird Trollolol mit Shani geritzt. Dann hat er 6 Rüstungen, in der nächsten Runde 8. Aber dann hat er Shani verhauen, egal. Ja. Naja, ist halt, ist eine interessante Änderung. Ich bin gespannt, wie sich das ausspielt. Ich kann dazu nichts, ich habe mir dazu nicht Gedanken gemacht. Ist halt nur so das Problem, wenn alles agil ist, wird es halt ein bisschen, sagen wir mal, taktischer. Nenneke ist nicht mehr fähig, spezielle Karten zurück ins Deck zu packen und ist jetzt agil. Ja, Nenneke ist halt eine kleine Änderung, ist nichts Besonderes. Gut, es gab ein paar spezielle Karten, die man gern zurückgeschaffelt hat, aber wird sie jetzt nicht schlechter machen. Bei Nenneke ist immer noch für gewisse Combo-Decks ganz gut. Foltest, da haben wir ja schon gesagt, eine Stärke mehr. Und der Azur-Abdep, das ist der, der einen Wettereffekt aus dem Deck beschwört, ist jetzt auch agil. Also halt wieder so eine Karte, die agil ist. Das haben sie zum Glück nicht bei jeder Karte oder auch leider nicht geschrieben bei jeder Karte, welche jetzt agil sind. Sie haben ja geschrieben, ungefähr 40 Karten. Wir haben jetzt, glaube ich, 3 davon gesehen. Das sind Nenneke, Adept und Heavy Kavallerie. Mhm. Also man kann fast sagen, alles, fast alles ist jetzt agil. Nee, ich denke, fast alles. Das kommt schon. Ja. Dann kommen wir noch zur letzten Änderung, und das ist eine Änderung, die ist wirklich sehr schade, wie ich finde. Skellige wiederherstellen. Packt jetzt eine bronzene oder silberne Einheit zurück von deinem Friedhof auf deine Hand und setzt ihre Basisstärke auf 10. Früher wurde die Karte halt um 2 gestärkt und dann musst du eine Karte von deiner Hand spielen. Das heißt im Prinzip, man hat es glaube ich bei uns vor 3 Tagen gesehen, als wir die Folge mit den Captain haben. Ja. Restore war halt eine unglaublich gute Karte für gewisse skellige Decks, unter anderem die Veteranen, dass man eine starke Karte aus seinem Friedhof wieder auf die Hand nehmen konnte und sie abwerfen konnte, wodurch diese Dominion-Piraten mal locker auf 30 Stärke gekommen sind, wenn es geklappt hat. No. Das ist jetzt nicht mehr möglich, weil die Basisstärke der Karte, die man retzt, wird auf 10 gesetzt. Das heißt, das heißt, wenn man jetzt einen Skirmisher aus dem Friedhof retzt und ihn nochmal spielt, hat diese Karte dann, also wenn sie auf den Friedhof kommt, ist es ja glaube ich schon so eine 9er Stärke Karte. Das heißt, es bringt nicht mehr wirklich viel, einen Skirmisher zu retzen und ihn wieder zu spielen. Allgemein ist Restore immer noch eine ganz gute Karte, aber es gibt halt einfach nicht mehr so viele, also in Warcry und in Veteranendecks nicht mehr so viele Ziele jetzt, sage ich dafür. Ja. No. Dass du die retzen kannst. Allerdings ist Restore, finde ich, jetzt für Axtmänner und für. Welches Deck ist es noch interessant geworden? Axtmänner. Für Axtmänner? Es gab doch noch ein skellige Deck. Ja, sagen wir mal für Axtmänner. Bei Axtmänner, die kann man jetzt einfach mit 10 Stärke, haben 10 Stärke, kommen nochmal mit 2 Rüstungen. Ist eine ganz nette Änderung. An sich ist es halt wirklich ein Nerf für die skellige Decks, die man häufiger gesehen hat. Für manche mehr, für manche weniger. Es ist aber dadurch trotzdem noch eine gute Karte, sage ich mal. Ja. Also ich glaube, am meisten hat wirklich dieses skellige Deck drunter gelitten, was nur einen Skirmisher gespielt hat und was einfach drauf gezielt hat, dann immer und immer wieder zu beleben, dass er hochkommt. Das geht jetzt nicht mehr. Es war aber auch keine so gute Deckmechanik, wenn man sich auf eine Karte verlässt. Ja. Also. Aber es hat funktioniert. Es hat funktioniert, ja. Bis jetzt. Ja, wie gesagt, das waren ein paar kleine Änderungen. Das Braufest sollte jetzt eigentlich schon draußen sein, wenn diese Folge kommt. Hoffen wir mal. An sich, wie gesagt, ein paar kleine Änderungen. Ich bin gespannt auf die Zukunft mit dieser Bewegungsmeter, was sich da wirklich geändert hat. Ja, ich finde es schön, dass du hier rumklickst. was sich mit der Bewegungsmeter geändert hat. Ich finde es cool, dass es jetzt so eine Events geben. Was ich wieder nicht cool an dem Patch finde, wie gesagt, Quickie-Patch. Erstmal, er kam richtig schnell, hat nicht mal 5 Minuten gedauert. Und man hat jetzt einfach diesen Mahakam Elfest-Zeitdruck, weißt du, sagst du, okay, ich gehe auf Oktoberfest, dann Harald!
Da ist ein Gwent-Event für 14 Tage. Brich den Urlaub ab. Es ist halt echt doof, ja. Es ist Harald! Halt Harald! Wir müssen Gwent spielen! Nein, das ist halt echt ein bisschen doof, finde ich. Also, es kam halt alles so plötzlich und ich würde mir vielleicht in der Zukunft wünschen, dass die Patches zwar angekündigt werden vorher, aber dass sie jetzt nicht unbedingt direkt sagen, hier nach 3 Tagen, nach dem Livestream ist das Alefest da für 14 Tage und nach 3 Tagen ist direkt der Goldchange da. Dass es halt so richtig fuck schnell geht. Das ist halt so. Ja, es ging halt so plötzlich wie die erste Periode. Damit kenne ich mich nicht aus. Na gut. Und ich bin mal gespannt, was halt mit dem nächsten großen Update machen, mit den agilen Changes. Wie gesagt, ich finde es schade, dass Gwent halt so. So agil geworden ist. Ich fand das besser als alles stand. Ich finde, Gwent spielt sich jetzt besser, als es in Witcher 3 gespielt hat. Aber es ist nicht mehr dasselbe Spiel unbedingt wie Witcher 3. Weil es einfach nicht so funktioniert. Man hat es ja schon an den Wettereffekten gesehen, die maßlos overpowered waren. Das hat ja schon nicht bei Witcher 3 ordentlich funktioniert. Ja, also nur weil die NPCs halt so dumm waren. So, und jetzt hat man halt, dass alles agil ist. Ich finde es gut, aber ich finde halt auch irgendwie, die Reihen sollten noch eine Bedeutung behalten. Und ich finde es halt auch schade, dass die Fraktionen ihre Boni verloren haben. Zum Beispiel Skoyatel, dass man nicht mehr aussuchen kann, wer anfängt, oder Monster, behaltene Karte. Das aber, ist schade, aber ja. Ja, das ist halt so ein Problem, weil viele Fraktionen spielen sich halt ähnlich. Also egal, was man für ein Deck spielt, es spielt sich halt irgendwie wie das Deck der anderen Fraktionen, obwohl es nur andere Karten sind. Ja. Das ist halt so ein bisschen, ich hoffe, da kommt wieder frischer Wind rein. Na gut, ansonsten, wir werden uns mal angucken. Wir werden wahrscheinlich Ende Oktober nochmal einen Talk machen. Weil wenn der Patch offiziell angekündigt ist, wir werden nicht zwischendrin im Oktober jetzt immer so sagen, oh, jetzt kommt die neue Karte oder jetzt kommt die neue Karte. Vielleicht machen wir auch 2 unterschiedliche Talks, dass es nicht zu lange wird. Einmal über die neuen Karten und einmal über die gesamten Änderungen. Aber wir werden nicht zwischendrin, wenn jetzt irgendwie eine neue Karte veröffentlicht wird, direkt eine Folge für diese Karte machen. Weil ihr könnt ja einfach mal sagen, was euch lieber ist. Wenn ihr eine lange Folge wollt, dann macht mir eine lange Folge. Oder 2 kurze Folgen. Oder 2 kurze Folgen. Was habt ihr für eine Ausdauer? Seid ihr auch so agil wie die Karten? Oder eher wie Philipp? Was soll das jetzt heißen? Das ich bin auch agil. Ja, inwiefern? Ich meine, na, immerhin werde ich unter Frost nicht immer kleiner. Na gut. Dafür magst du keine Quickies. Ich mag es halt nicht, wenn es so schnell geht, okay? Da hat halt niemand was von. Ich bin sanft. Oh, ich bin sanft und ich brauche meine Zeit. Ich bin ein Blümchen, wässer mich. Na gut, das ist jetzt zu viel Eingriff. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bei der nächsten Folge Gwent Talk, wie gesagt, wenn alles offiziell da ist, werden wir auch wieder darüber reden. Aber nicht zwischendurch. Weil, ja, richtig. Man kennt es bei CG, sie kündigen eine Karte an, aber dann wird diese Karte nochmal, bevor sie released wird, nochmal geändert und ist dann halt so extrem nervig, wenn du 3-mal über dieselbe Karte berichtest. Ja, das mag ich halt selber nicht. Also gut, wir sind Ende Oktober wieder mit einem Grand Talk. Solange werden wir mal gucken, wie weit wir noch mit unserem Rank kommen. Also wie gesagt, bis Ende Oktober haben wir noch Zeit. Ziel haben wir diesmal, glaube ich, nicht. Wir gucken, wie weit wir kommen mit 2 Folgen, mit 2 Runden täglich. Hoffentlich bis 20. Nein, wird garantiert nicht passieren. Bis 20 wird es garantiert. Ich nehme an, so 17 glaube ich vielleicht. 18, 18, je nachdem, wie wir uns anstellen. Ja, und je nachdem, wie viele Punkte es gibt. Ihr könnt mal sagen, welchen Rang ihr von uns erwartet. Der Gewinner kriegt am Ende des Monats. Ich finde das sehr interessant. Also, bin ich ganz ehrlich, was so die Leute möchten. Ja, genau, so wie CSGO, weißt du, wie diese Skin. Da gibt es ja diese Skin-Gamble-Seiten, wo du mit deinen Skins gamblen kannst und dann kriegst du was raus. Wir machen das so mit Grand Ranked, weißt du? Wir spielen 2 Spiele täglich und dann, wer am Ende den richtigen Rang hat, weißt du, da kannst du drauf wetten. So 5 Euro auf 17 oder so 5 Euro der auf 18. Der kriegt dann ein Starter-Pack. Ja. Glücksspiel ist übrigens erst ab 18. Also, wenn ihr 18 seid, macht mit. So in den Kommentaren, ey, ich setz Fuffi auf 17, Rang 17. Oder ihr könnt auch sagen, wir werden nur 15 bleiben, aber wir sind ja jetzt eigentlich schon fast 15. Also von daher. Wir sehen uns auf jeden Fall bei der nächsten Runde Gwent Talk. Wie findet ihr die Änderungen? Was haltet ihr von den Events? Und mögt ihr das auch nicht, wenn die Patches so schnell kommen? Sondern hättet ihr auch vielleicht lieber ein bisschen Vorbereitungszeit? So ein bisschen Vorspiel. Ja. Was? Okay. Das war's vom Gwent Talk. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, haut rein. Ciao. Ciao.